Und weiter geht's, ihr Lümmels, mit dem LS22. Ich habe richtig Bock, denn heute geht's ans Geld ausgeben. Ich brauche neue Einnahmequellen. Und nach viel hin und her und reiflicher Überlegung geht es dann doch in Richtung Silage. Ja, was soll man machen? Silage, Silage, Silage von allen Seiten und auch immer wieder. Und natürlich ist das Ganze auch extrem profitabel. Und weil ich ja hier schon im Hartmodus sozusagen unterwegs bin, weil das Ganze ja hier schon schwer genug ist, muss ich natürlich auch zusehen, dass hier auch Geld reinkommt. Beim letzten Mal das Ganze pflügen, das war schon extrem. Also die ganzen Aufträge durchgeballert, ja, war schon okay, konnte man machen. Aber ich muss sagen, hier muss jetzt einfach mal so ein bisschen mehr Cash reinkommen auf Dauer. Und dementsprechend geht es in Richtung Silagefelder bzw. Gras abernten und dann eben daraus Silage machen. Und zwar fange ich dann damit auch erstmal klein an. Ich habe lange auch überlegt, ob ich mir hier die Zuckerrüben abernte. Und da hieß es ja auch schon, dass mit dem Zuckerrüben, also da machst du halt keinen Gewinn mit, weil ich müsste mir jetzt ein extra Gerät dafür entweder kaufen oder ausleihen. Und ich glaube, ich lasse das einfach, oder? Ich lasse das einfach und baller hier auf den Acker einfach so ein Fahrsilo drauf. Schnapp mir hier dann einen Rasenernter und so einen Ladewagen. Und dann wird das damit vollgeladen und dann ist das gut. Und dann habe ich hier ein bisschen Cash und dann läuft das Ganze. Und dann kommt das hoffentlich hier alles schön in Wallung. Und ja, auf Dauer kann ich dann eben schön nebenbei immer hier alles abgrasen. Die Silage eben fertig machen. Und dann läuft das. Und dann ist das so für nebenbei, vor allem wenn man mehrfach im Jahr, ich glaube 5-mal im Jahr oder sowas, soll man ja wohl die Silage wohl machen können, beziehungsweise das Gras ernten können. Ja, und wenn das eben so oft ist, dann lohnt es sich doch tatsächlich, da immer mal wieder reinzugehen. Und wenn ich dann tatsächlich mal richtig, halt so richtig, wie heißt das, Schnetzel oder sowas machen soll, naja, dann kommt da halt nochmal richtig Cash rein, ne? Aber ich sag mal so, für die Basics und jetzt, um jetzt ein bisschen reinzukommen, sollte das doch an für sich gut funktionieren. Ich würde sagen, wir rechnen das erstmal eben durch, ob das überhaupt machbar ist. Ich habe 72.000. 72.000. Und wenn wir jetzt, hoppala, wenn wir jetzt einkaufen gehen, kostet, genau, unter Silo, ich hatte es gerade schon mal angeklickt, dann kostet hier so ein Fahrsilo. Na, guck mal, die geht nur so im rechten Winkel, aber es ist auch gar nicht so schlimm. Dann können wir dann nämlich genau hier so an die Kante dran machen. Oder einfach so. Ja, machen wir einfach so. So an die Kante. Das wären 25.000. Ich glaube, ich muss das mal eben hier, ich muss das mal eben aufschreiben. Hier. Mal eben den Rechner rauf. Also, wir haben ziemlich genau, wir runden mal, ne, grob. Wir machen einfach mal 25.000. Dafür. Dann benötige ich natürlich, den Traktor habe ich, dann benötige ich ein Mähwerk. Und da hatte ich gedacht, weil ich das ja dann später natürlich auch ausbauen will, nehmen wir natürlich hier nichts von den günstigen Sachen, sondern wir gehen direkt ordentlich rein und nehmen hier den vernünftigen Pöttinger. Ne? Dann haben wir nämlich hier den Pöttinger, später kommt dann noch hier der andere, der bessere, der breitere. Und der fasst ja dann, oder mit dem kann ich ja dann, mit beiden sozusagen in Kombination, richtig schön breit, 10 Meter Breite, aber eben trotzdem die gesamte Erntemasse quasi auf einem Häufchen schön auf einer Rinne quasi zusammenfahren. Und ich liebäugel natürlich auch damit, mir so eine Ballenpresse zu holen. Aber das ist so teuer.
Und wenn ich mir eine vernünftige Ballenpresse hole, damit ich halt nur einmal Geld investiere, dann müsste ich neben diesen, was haben wir hier, 13, sind wir schon hier bei 88.000, die habe ich ja jetzt noch nicht mal, wenn ich das mir hole. Und dann brauche ich nochmal ungefähr 100.000 für eine vernünftige Ballenpresse. Ja, jetzt liebäugel ich natürlich, ob ich mir das einfach doch holen soll und einfach doch einen Kredit aufnehmen soll. Ich wollte ja eigentlich 100.000 Kredit, nochmal ein paar Aufträge machen, damit wir hier die 80, was haben wir, ja, 80, 88, 500. Boah, ey. Boah, ey. Dann könnte ich sofort rein, aber dann fehlt wieder was. Dann bräuchte ich noch den Ladewagen für die Ballenpresse. Das kommt ja dann auch wieder davor, dazu. Den Wender alles nicht. Ladewagen, warte mal. Ballentransporter, so ein Ding bräuchte ich dann auch noch. Der dann die Dinger einsammelt. Das käme auch noch dazu. Da sind wir auch wieder hier bei 50.000. Na, dann siehst du, dann geht das schon los. Ne? Hier mal eben 100.000 aufnehmen, da mal eben nochmal 50.000 Kredit aufnehmen und dann stehst du da. Was nicht ist, dann ist halt nicht. Deswegen ist halt die erste Überlegung, so günstig halt reinzugehen, wie gerade schon gesagt, mit dem Fahrsilo. Denn bei der Ballenpresse würde ich dann auch sagen, klar könnte man hier die Pöttinger nehmen, aber wir sollten die ja auch schon direkt mit Wickel am besten haben. Dann sind das hier die kleinen 125er, könnte man auch machen. Andererseits, dann sind das hier 78.000. Und dann ist natürlich der Weg. Wo haben wir sie? Das hier, ne? Das Fendt-Teil, ne? Ist es das? Oh, warte mal, das könnte ich aber auch schon nehmen. Das könnte ich ja auch schon nehmen. Es geht ja darum, dass ich hier 150... Könnte natürlich auch hier den Massey Ferguson nehmen. Dann ist das nicht ganz so... Ja, wobei, die machen ja, die kosten ja gleich viel. 80.000. Ich glaube, ich hatte den hier vorhin, hatte ich noch im Blick. Genau, den Pöttinger. Andererseits muss das ja gar nicht, ne? Es macht ja eigentlich auch keinen Unterschied. Naja, es macht auch keinen Unterschied. Macht es einen Unterschied? Sehe ich da gerade keinen Unterschied? Vielleicht ist der von der Produktion her einfach nice. Ich meine, das ist natürlich schon krass, das Teil, ne? Und ich hatte gehört, es soll auch noch so ein Mod-Teil geben. Ich glaube, das habe ich gar nicht. Von Giants direkt, muss ich vielleicht nochmal gucken. Aber an für sich ist mir das im Moment auch einfach zu viel. Das sind zu viele Geräte, die kann ich mir alle gar nicht leisten. Und jetzt ist es halt so, die günstigste Variante trotzdem so ausgerichtet, dass ich danach das Ganze noch upgraden kann, ist eben dann die. Wir haben die 25.000 fürs Fahrsilo. Dann könnte ich theoretisch hier die billigste Dinger hier nehmen. Aber dann muss ich es halt irgendwann verkaufen oder sowas. Also das wäre jetzt wirklich die günstigste Variante, ne? Wir rechnen es aber mal eben mit der besseren durch. Also ich würde die dann ja später hier behalten. Das für vorne, das dann für hinten. So, das heißt, wir haben hier dann nochmal dazu 13.000 für... Hoppala. So, plus die 13.500. So, haben wir also die 38.500. Und dazu käme dann eigentlich nur ein Ladewagen. Und ich glaube, er macht das dann den Kohl fett. Ich glaube, ich würde erstmal auch da die günstigste nehmen. Ne? Das wären dann hier nochmal dazu plus 30.500. 69.000. Und ich könnte das jetzt schon holen und wäre jetzt startklar fürs Gras abernten. Ist das der Burner? Das ist doch der Hammer. Das ist doch der Hammer. Das finde ich doch cool.
Das finde ich richtig nice. Also ich könnte sofort reingehen. Nachteil, wiederum Nachteil, siehst du, muss man das Ganze ja, man muss ja alles abwägen. Es gibt ja Ballenpressaufträge. Die könnte ich dann wiederum nicht mal eben annehmen mit meinen eigenen Gerätschaften. Siehst du, da sind die auch beide Sachen, die beiden Dinger mit drin. Weil mir dazu dann natürlich hier, ne, hier sind so Wendedinger und weiß der Geier was. Ballenpressaufträge. Ah, es ist wirklich tricky, ne? Aber ich denke, um erstmal Cash zu machen, werde ich jetzt diesen Weg gehen. Und ich muss auch dann erstmal hier die ganzen Ränder hier alle abernten, ne? Und jetzt kommt's natürlich. Vielleicht verhau ich mir das jetzt alles, weil ich irgendwann feststelle, ich kann hier gar nicht alle Ränder abernten. Ich habe ja noch kein Gras als Feld. Ich sage euch, ey, maximales Risiko, ich mache das jetzt. Wenn das alles Murks ist, ist das alles Murks. Dann bin ich pleite, dann muss ich vielleicht doch nochmal einen Kredit aufnehmen. Aber ansonsten machen wir das jetzt. Also rein da. Man lernt ja auch nur durch solche Aktionen. So, einmal gewendet. Fahrsilo kommt hier vorne hin. Warum kommt das hier vorne hin? Naja, hier ist das schön gerade. Hier hinten ist das irgendwie alles so krumm und schief. Und dann kostet das nochmal wieder mehr. Und an für sich ist es doch hier vorne auch voll okay. Und dann fahre ich auch hier die Ecke nicht mal rum. Das hier mit dem ganzen, mit den Zuckerrüben drauf. Die sind dann halt weg, ne? Bam. Ich wollte die eh nie haben. Ich habe ein Fahrsilo, Alter. Guck mal. Geiles Teil, Alter. Sehr nice. So. Geld ist raus. Nächste Aktion. Wir kaufen Mähtechnik. Und wie gerade schon gesagt, die hochwertigere Mähtechnik, die Pöttinger. Bam, bam, bam. Gekauft. Willst du wirklich? Ich weiß es nicht so ganz, aber ich muss. Was muttert Mut? Ist beim Händler abzuholen. Nächstes Dingen. Anhänger. Und dann der Ladewagen. Wir haben noch 34.000. Und da kommt gar nicht die Debatte auf, nämlich den, der nochmal ein bisschen mehr Fassungsvermögen hat, oder nämlich den kleinsten. Ich muss erstmal den kleinsten nehmen. Und damit ist das gut. Gekauft. Zack, zack, zack. Ab in den Schlepper. Und wir brettern erstmal schön entspannt zum Händler. Minus 44.000 für Fahrzeuge. Und ich bin mega gespannt, ne? Alter, hier steht es. Unser Fahrsilo. Oh. Und weißt du, was mir gerade noch einfällt? Man muss ja dieses Fahrsilo irgendwann abdecken und dann auch wieder aufdecken. Und ich glaube, das kriegen wir. Wir müssen das ja auch irgendwie leer machen. Und da muss ich nochmal gucken, wie das dann genau geht. Weil wir kippen das ja da rein und das muss ja irgendwie leer. Vielleicht muss ich mir so eine Schippe holen oder irgendwie sowas. Oder so ein Schiebeding. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Und ich hoffe, dass das nicht der absolute Fail war. Aber an für sich ist das ja mit der ganzen Silage und sowas, soll das halt richtig nice sein. Und eben auch ordentlich Cash bringen. Und wenn ich dann eben hier überall ein bisschen das ganze Gras mopsen kann, von der grünen Streifen. Guck mal, da steht schon alles. Juhu! Zack. Dann ist das doch der Hammer. So, wait, 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 wait. Ah. Ist das hier unser Gerät? Haben wir hier alles? Die ersten Maschinkas? Ich glaube, das ist alles hier, ne? Ich glaube, das ist alles. So soll das sein. Komm, ran da. Aber mach mal hier einen auf Pöttinger. Ja, Wollo. Und jetzt das nächste Gerät. So. Und schön sauber. Oha, mach mal dran, Doa.
So, hier, warte mal mit Schwung. Und gib ihm. Ah, jawoll, dann sitzt er auch drin. Alter, es ist soweit. Ich sage euch, es ist soweit. Die neuen Gerätschaften. Alter, ab jetzt wird silagiert, Alten. Sagt man das so? Wahrscheinlich nicht. Alter, der fette Pöttinger und hinten der Anhänger. Nun geht das los. Und weißt du was? Ich fange direkt hier vorne an, ne? Ich sage dir, wie es ist. Ich fange direkt hier vorne an. So, direkt hier vorne. Was haben wir hier? Wir müssen, glaube ich, wenn ich G drücke, geht es hinten ans Mähwerk aufklappen mit X. Guck mal, nee, den haben wir hier vorne. Zack. Dann heißt es hier Mähwerk senken. Und wahrscheinlich wieder aktivieren. Jawohl. Dann müssen wir mal gucken. Dann haben wir ja hinten Ladewagen anschalten. Dann läuft auch der. Und ich bin mega gespannt. Läuft das denn jetzt hier? Kann ich jetzt hier einfach random Rasen mähen? Ich kann keinen Rasen mähen. Das war meine größte Befürchtung, Alter. Das war meine größte Befürchtung. Dass ich nicht hier wild random durch die Weltgeschichte fahren kann. Und alles, was es so an Rasen gibt, einfach abmähen kann. Die größte Befürchtung ist, dass es nur... Guck mal, hier einfach seinen Mais abernten. Meine größte Befürchtung ist, dass es nur auf eigenen Feldern geht. Und ich glaube, die bestätigt sich gerade. Oder mache ich was falsch? Warte mal. Muss ich da noch was senken? Nö, ist doch schon, ne? Mal eben gucken. Mähwerk abschalten. Helfer. Warte mal. Pflanzensorte anschalten. Wie? Pflanzensorte. Alt B. Alt B. Mähwerk zuklappen. Mähwerk heben. Tempo Level 1, 2. Tempomat. Nee, das ist alles schon richtig, ne? Und hinten das Teil. Pflanzensorte. Pickup senken. Oh, okay, das fehlte sogar noch. Das war aber jetzt nicht der Grund, ne? Weil ansonsten... Mähwerk. Rauf und runter. Nee, das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Also so sollte das gehen. Dass man eben vorne mäht und hinten direkt einsammelt. Ja! Meine größte Befürchtung ist wahr geworden. Die lassen mich nicht hier random den Grünstreifen verschönern. Das heißt, ich bretter erstmal zurück aufs eigene Grundstück. So, und dann kommen wir doch jetzt hier vorne so langsam auf unseren Acker. Und dann gehen wir jetzt hier einfach mal ran. Und zwar mit Steuerung V. Steuerung V ist das richtig. Zack. Vorne senken. Hinten senken gleichzeitig. Sehr gut. Und jetzt muss es doch gehen hier, oder? Jawohl. Jetzt geht das los. Jetzt geht das los. Nun geht das hier. Nimmt er auch schon mit? Oh mein Gott. Ich glaube, das sind so geringe Mengen, ne? Aber ich mähe. Der mäht das wirklich. Der mäht das wirklich. Aber fein säuberlich, Alter. Schön die ganze Wiese wegnehmen. Und wir haben... wir haben... ja... Oh mein Gott. Ich habe 37 Liter. Ich habe gewaltige 37 Liter. Oh mein Gott, das ist mein Untergang. Das ist mein Untergang. Ich sage dir. Hier kann ich wohl wieder noch ein bisschen was mitnehmen. Ich mähe das schön ab. Alter, das ist aber hier glatt rasiert, ne? Wie ein Kinderpopo, Alter. So, warte, wir müssen mal ein bisschen schieben hier.
Lecko von hier. Da geht's rein. Oh, Alter. Oh, oh, oh. Aber jetzt geht das los hier. Nur geht das los hier. Jawollo. Ey. Ich muss ein bisschen mehr die Kurven fahren. Weil ich muss jetzt ja alles einsammeln, Alter. Ich werde jedes Fitzelchen Gras einsammeln. So, schön gerade durch. Und es füllt sich. Und es füllt sich. Wir haben 1000, 2000 Liter. Da wird doch gelacht hier. Gleich wenden und direkt zur Rückmarschmarsch, Alten. Eieieiei, das ist schon wieder nicht unser Land. Ja, wir fahren aber mal eben hier um den Tannenbaum rum. Da muss ich hier mit dem riesen Anhänger nicht so komisch hin und her wenden. So. Und vielleicht fliegt ja noch eine kleine Grasmücke rein oder was. Da haben wir noch mal 1 Gramm mehr. So, hier ist auch noch unser, oder was? So, direkt daneben. Weitermachen. Könnte ich das mitnehmen? Meckert er oder meckert er nicht? Ne, der meckert nicht. Oder? Es fühlt sich aber irgendwie... Doch, es fühlt sich. Es fühlt sich. Oder ich bin der Graskönig, ich sage dir. Master of the Weed, ey. Ey, mach mal nicht einen auf den. Ich brauche hier mein Mähwerk noch vorne, ey. So, schön zurücksetzen, vorsichtig. Kein Zugang zu diesem Land. Nope. Dieses Land wollen wir nicht. Ich muss da mal eben rein hier in die Butze. So, warte mal. Lass mich mal hier eben schön durch. Ordentlich abmähen. Jo, et kütt. Jawollo. So, jetzt brettern wir hier schön einmal rum. Na klar. Kein Zugang zu diesem Land. Noch nicht, Alter. Noch nicht. Ich gönne mir bald einfach komplett alles. So, jetzt fahren wir hier rüber. Und dann geht es hier in der Mitte. Die mittlere Spur auch noch. Oder ohne Scheiß, ne? Wenn ich hier bald mit dem großen, breiten Ding entlang brettern kann, ne? Dann wird hier aber anders wild die Silagemarge, Alter. Komplett weggesnackt. So, wait. Da sind noch 3 Blumen. Ich nehme sie mit. 3 Blumen. Das könnten... Da. War noch ungefähr 3 Liter. So. 6040 Liter bisher. Wir sind bei 37%. Ich fahre noch nicht rein, Alter. Ich sehe da noch ein paar Grashalme rumstehen. Hier ist noch nicht alles komplett rasiert, ne? Guck mal hier. Mittelspur nehmen wir auch noch mit. Siehst du? Jeden Löwenzahn, Alter. Jetzt hier. Seitenstreifen. Ja, klar. Natürlich wieder kein Zugang. Aber Mittelstreifen. Kommt auch nichts bei rum. Ne, kommt nichts bei rum. Aber jetzt müsste gleich wieder. Weil das ist ja genau meine Area hier. So, hier. Manchmal ist die Lenkung aber auch heftig, ey. So, ist hier so schön... Oh, oh, oh. Das ist hier so eine schöne Buckelpiste, Mann. Schön einmal rüber, dann kurz beim Nachbarn wieder wenden. Da sagt er, nö, lass mein Gras stehen. Ja, kannst ja haben. Aber ich muss hier noch ein bisschen was... Ich muss voll machen, das Ding. So. Und ab hier geidert wieder. Jawollo. Ja, Offroader. 7000. Alter, meine erste Silage. Ich werd weich. Endlich kann ich mal was machen. Auch wenn es gerade nicht wirklich sinnvoll erscheint, weil ich überhaupt kein Gras habe. Aber vielleicht soll ich einfach meinen Acker komplett auf Gras einsäen. Oh mein Gott, dafür bräuchte ich dann wieder eine Sämaschine oder so. Kann ich das nicht einfach wild stehen lassen? So, komm, ist das der letzte Streifen hier? Alter, oh, ist mal ernsthaft, ne? Das ist noch nicht der letzte Streifen. Ich habe hier nämlich noch ein bisschen was. Guck mal hier. Achtung, Gewächshaus. Jawohl, passt. Guck mal hier, 8500. Guck mal. Jawohl, 8,7. 8,8, 8,9.
sensationell. Ich bin ganz zufrieden. Aber mal ohne Flachs. Ich meine, da hätte natürlich alles mehr sein können. Ich hätte die gesamte Map hätte ich abgemäht, ne? Ich wäre wie so ein Wahnsinniger über die gesamte Map gebrettert. Alles hätte ich mitgenommen. Aber so ist das schon soweit ganz okay. Jetzt gucken wir nochmal schön detailliert, ob ich irgendwo noch was mitnehmen kann. Guck mal, hier direkt vorm Haus kann ich nochmal langfahren. So. Und da liegt auch sogar schon was. Jetzt muss noch mal ein bisschen mehr rum. Das nehmen wir noch eben mit. Jawohl. Da liegen auch noch so ein paar einzelne Flöckchen. Die nehmen wir auch noch mal eben mit. So. Ob wir die letzten 40 auf 9000 Liter. Oh mein Gott, gibt es Mindestmengen, die ich voll haben, die ich brauche? Imagine, ich brauche 10.000 Liter oder sowas. Das wäre ja unangenehm. Wait, da liegt noch ein Häufchen. So, das haben wir noch mitgenommen. Aber ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Und ich kann auch hier leider nicht noch irgendwas abernten. Da war noch mal ein Liter. Soll ich schon alles ablassen? Ich guck noch mal. Guck mal, da hinten am Rand. Ja, da hinten liegt noch ein bisschen was. Ich kann auch einfach hier rüber brettern, denn ich will ja die ollen Runkelrüben, die will ich ja eh nicht mehr haben. So. Das war mal ein schlechter Start, ey. Runkelrüben auf dem Acker, wenn man sie gar nicht braucht. 9058 Liter. 9058. Und damit, ich glaube, hier kann ich nichts ernten. Oder vielleicht hier noch? Ja, so ein bisschen ging da noch. Jawohl. Also so ein paar Gramm sind noch dabei. 9200 Liter. Ja, ich glaube, das sind die letzten paar Liter an Silage oder an Gras gewesen, die ich hier habe. Ich fahre damit jetzt einfach mal rein. Steuerung V. Beides anheben. Zack, zack. So. Und jetzt müssen wir mal eben gucken hier. Ladewagen abschalten. Der ist aus. Mähwerk abschalten mit B. Einfach Steuerung B wäre wahrscheinlich auch gut gegangen. So, dann ist beides aus. Jetzt wieder auf den Ladewagen. Und jetzt muss ich mal eben gucken, wie das funktioniert. Ich muss den ja irgendwie... Oh, warte mal, ich lege mal eben kurz das Mähwerk ab. Das müssen wir mal eben wechseln hier. Mähwerk. Oh, muss ich erst zuklappen? Oh, guck mal da, Alter. Wo war denn das? Einklappen, V. Ne, das ist senken. Wieder hoch. B. Jetzt anschalten, wieder aus. Wo war? Ach so, X. X und dann so. Na ja, gut. Okay, und dann runter damit. Bump. Okay. So, jetzt fahren wir ein Stückchen zurück. Und damit Schwung da rein. Ah. Ah. So, nur aber hier. Nein, halber Reifen. Alter, das sind aber Fahrskills, ey. Ich sage dir. So, aber nu. Und jetzt laden wir das hier einmal. Wobei, ist das wahrscheinlich eh wurscht, oder? Fahren wir so ein bisschen rein. Hier abladen. Steuerung I. Und dann muss man das irgendwie so verteilen. Damit das irgendwie hier so ein bisschen verteilte Masse ist. So. Jetzt ist das leer. Und dann muss ich das irgendwie verdichten, ne? Da steht dran, verdichtet. 1-2%. Füllstand 9200. Weil ich mach mal den Hänger runter.
Nur für dich. Nur für dich. Weil ich weiß, dass es schmerzt. Ich weiß, dass es schmerzt. Ich sehe es. Ich sehe es an deinem Gesicht. Nein! Was ma... Ich sage es dir, Alter. So. Das haben wir erledigt. Mal eben abkoppeln. Zack. Und jetzt fahren wir hier nochmal schön durch. Mit der Pflegebereifung natürlich. Und jetzt wird hier verdichtet. So, einmal hier rüber. Ich glaube, das ist zu wenig, ey. 7%. Habe ich nicht so ein Gewicht? Ne, ich glaube, ich habe kein Gewicht. So, immer schön hin und her. Ich glaube, ich hätte so ein bisschen mehr ziehen können, ne? Mehr so in die Länge. Und jetzt geht es ja darum, dass wir hier... Alter, wie beim Sauerteig, Alter. Wir wollen ja jetzt hier so eine schöne Milchsäuregärung haben, ne? Das ist doch Silage. Das ist doch quasi wie bei meinem Sauerteig, den ich gerade, mit dem ich da gerade rumtüdel, ey. So. Und dann muss das irgendwie abgedichtet werden. Also wir verdichten das Ganze, damit er schön unter Sauerstoffausschluss so einigermaßen da quasi die Gärung losgeht. Das machst du ja dann beim Sauerkraut machst du das ja auch so im Topf. Schön alles reinquetschen. Keine Luft dran lassen. Und dann schön im eigenen Saft. Oder Kimchi habe ich zuletzt auch gemacht. Schön Kimchi, Alter. So, komm. Alter. 19% verdichtet. Komm, ich zieh mal jetzt hier nochmal ein paar Mal durch. Das muss doch gleich mal fertig sein hier. Alter, ich sage dir, mir fehlt einfach Druck. Meine Karre ist zu leicht, ey. Fahrwerk dran gemacht. Zack, zack, zack. Auf einmal geht es weiter. Ganze Klimbim dran. Und nun läuft das hier wieder. Aber es wird leider noch ein bisschen dauern. Ich werde noch ein paar Mal hin und her brettern müssen hier. Eieiei, die letzten paar Prozente. Und weißt du was, ey? Man muss einfach auch die gesamte, die 100%, die gesamte Länge hin und her fahren, ne? Also ich hätte gar nicht nur auf dem Grünzeug hin und her fahren können, sondern tatsächlich auch bis hier hinten hin. Da zählt einfach die komplette Länge. Also, so, jetzt haben wir das Ganze hier. 100% verdichtet. Und ich glaube... Doch, da, Silo abdecken. Oh. Silo abdecken. Mein erstes Silo, Alten. Gärung. Alter, auf Geru. 0%. Perfekt. Perfekt, perfekt. Ja, das ist doch schon mal nice. Also, das aller, aber ohne Scheiß, das Allerniceste ist, ich habe zwei neue Geräte. Ich habe hier einen wunderschönen Pöttinger, einen 1A Schneidwerkzeug. Sensationell. Das ist schon richtig, richtig cool. Und einen Wagen. Den Pöttinger Boss Alpin. Der Boss. Geil, Alter. Finde ich voll gut. Das ist halt so ein bisschen Belohnung irgendwie, ne? Das ist so geil, Alter. Hast du schön dich durch die ganzen Aufträge gequält. Und jetzt hast du hier zwei geile neue Maschinkas, Alter. Richtig, richtig top. So. Jetzt heißt es, trotz allem, ich glaube, das braucht irgendwie so zwei Tage. Und dann liegt noch ein bisschen was rum, egal. Jetzt heißt es, trotz allem, ich brauche Cash. Und zwar, Alter, hier ist eine fette Beule irgendwie im Boden. Und ich sehe das immer gar nicht. Ich fahre noch ein Stückchen zurück. Und zwar brauche ich Cash. Es gibt so ein Graspflege, Untergrundpflegetool, hatte ich nochmal gesehen. Warte mal eben gucken. Also zum einen brauche ich, glaube ich, so ein Universalschaufel-Frontlader. Um hier, ich weiß nicht, eins davon hier ist doch Silage. Ich glaube, da war schon das Silagezeichen. Für die Silage zum Rausschaufeln. Und ich brauche fürs Gras
Wo hatte ich das denn gerade gesehen? Irgendwo gab es doch Rübentechnik, Mulchen und so weiter. Grünlandpflege. Ich glaube, ich brauche sowas, oder? Weil das Dingen sät doch auch. Oh, warte, das auch. Aber das ist natürlich wieder schweineteuer. Doppelt so teuer. Nee, das machen wir nicht. Da reicht für den Anfang das hier. Damit könnte ich nämlich auch säen. Und dann hätte ich wieder zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich säe mir hier einfach meine Fläche schön ein. Mit Gras. Und dann ist das hier schön wieder aufbereitet alles und gut ist. Grünlandpflege. Kostet 13.000. Geh doch. Was war denn hier mit Sämaschinen? Pflügen? Grubber? Wo gibt's denn die? Gemüse? Gemüsetechnik. Auch nicht schlecht. Hier, Sätechnik. 33, 40 und so weiter. 18. Ja. Und sieht auch wieder so winzig aus, ne? Ja, und dann werden sie richtig teuer hier. Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, die günstigste Version. Und wie gesagt, dann kann ich halt damit auch schon, das ist halt das Beste, direkt säen. Wahrscheinlich ist es auch nicht so wahnsinnig groß. Aber immerhin, ne? So, ich mach mal das Ding hier neben. Oh, das war jetzt hinten. Ne, den müssen wir nochmal ankoppeln. Wir machen erstmal vorne. Zack, abkoppeln. Perfekt. Und dann machen wir die andere Maschinka da vorne neben. Alter, ich habe hier schon richtig die Maschine. So. In eins. Zack, abgekoppelt. Sauber. Was macht eigentlich der Honig in der Zwischenzeit? Haben wir mittlerweile schon Honig? Jeder Dollar zählt. Jeder Euro zählt. Nee, eine Kiste fehlt noch. Dann ist das aber auch schon wieder fertig. Perfekt. Dann können wir das wegbringen. Alter, wie das hier aussieht, ne? Ein bisschen ramponiert, weil ich hier einfach mit dem Schlepper rübergebreddert bin. Aber auch irgendwie ordentlich gepflegt. So, wenn ich mir jetzt überlege, ich hole mir für die 13.000 da die nächste Maschine und für 1.000 noch was die Schaufel. Also ich brauche so 14.000, 15.000. Ja, so 15, glaube ich. Dann ist das doch gar nicht so schlecht. 15.000. Und weißt du was? Ich glaube, ich gehe einfach in den nächsten Tag. Ist zwar noch ein bisschen früh, aber ich gehe einfach in den nächsten Tag. Weil dann kommen ja Gelder rein. Also automatisch durch den Verkauf von Gewächshäusern und so Sachen. Warum geht denn das automatisch auf? Habe ich das irgendwie angeklickt? Das ist ja ein Ding. Also, dann von den Gewächs... Mach zu, das Ding wird kalt. Tür schließen. Genau. Gewächshäuser. Die Silage geht vorwärts. Ich mach das, glaube ich. Weil es hilft ja alles nichts. Es hilft ja alles nichts. Ich komme einfach so nicht weiter. Und jetzt schon wieder irgendwelche Aufträge machen. Ballen pressen, das ist einfach zu viel. Ein Ernteauftrag. Boah, soll ich einen Ernteauftrag machen? Feld 6, Feld 9. Wir gucken mal. Aber das ist auch wieder so viel, ne? Sorghumhirse. Oh, wait. Kann ich mit einem Mähdrescher vielleicht zwei Ernteaufträge machen? Kartoffeln. Hirse. Kartoffeln. Hier sind zwei Kartoffelaufträge. Aber die haben beide die gleiche Maschine. Und das sieht nicht gut aus, das Teil. Das ist so ein kleines Mistding. Ich sehe jetzt schon, ne? Da muss ich da mit zwei Reihen Kartoffeln ernten. Da bin ich komplett traumatisiert. Aber hier ist zweimal Sorghumhirse. Und damit hätte ich mit dem zweiten Auftrag die Ausleihkosten von den ganzen Sachen drin. Boah, ey. Ich glaube, das mache ich jetzt nochmal eben. Ja. Die Kohlen nehme ich mit. Ich brauche gerade alles, was geht. Okay, ich leihe mir das aus. Geräte ausleihen. Und das Ding hier
Vertrag akzeptieren. Zweimal Sorgum. Oida. So, zack. Rein in das Ding. Ach du Schande, ich habe gar nicht geguckt, wo die Aufträge sind. Wo sind die Aufträge? Moment. Sorgum hier. Ich glaube, ich hatte alles ausgeschaltet, bis auf Grünzeug. Wo ist das hier? Sorgum hier. So. Und wo sind meine Aufträge? Die müssten noch leuchten. Ach, da oben. 9 und 2. Oh, okay. Ist ein bisschen weit. Muss ich halt wieder ein bisschen gurken. Aber das ist nicht so schlimm. Wenigstens liegen die dann beide direkt nebeneinander. Und das heißt, ich brauche jetzt den Mähdrescher mit seinem Schneidwerk. Danach brauche ich den kleinen Schlepper hier, der dann den Anhänger abholt oder die Ware dann abholt. Komm mal dran da. Zack. Yeah. So. Und dann... Und dann geht das los. Also, Attacke Vollgas. Wir sehen uns auf dem Acker und dann wird hier nochmal eine Runde geerntet. So, mach mal Platz da. Ich muss hier ernten allen. So. Und wie auch beim letzten Mal schon ein paar Mal gesagt, ich werde auf jeden Fall diesmal einen Vorgewende jetzt machen. Zack. Drescher anschalten. Oh, ich muss ihn erst ausklappen. Wo ist er? Aufklappen mit X. Jawohl. B anschalten. Und dann geht es los hier. Geht das schon los? Jo, geht schon los. Oder geht noch nicht los? Doch, irgendwie schon, ne? Guck mal, man erntet quasi nur oben die Zipfel ab. Das ist ja witzig, ey. Und der Rest bleibt stehen. Ah, okay. Also, die ersten paar Liter sind drin. Ich fahre jetzt hier erstmal schön das Vorgewende. Und dann kann ich schön im Nachhinein alles ordentlich durchballern. Oder ich lasse das einfach einen Helfer machen. Ah, aber dann habe ich wieder keine Kohlen. Der Helfer kostet wieder, ne? Und jetzt, wo ich gerade nur noch 3000 Flocken habe, bin ich eigentlich auf alle Kröten angewiesen. Und ich mache ja den zweiten Auftrag da hinten am Horizont, da sieht man schon. Das braune kleine Feld da hinten, das ist der nächste Auftrag. Das mache ich ja extra, damit ich die Mietkosten wieder drin habe. Tja, hilft alles nichts, ich muss ein bisschen durchziehen. So, dann haben wir das doch hier. Also, das ist soweit alles erledigt. Einmal das Vorgewende schön geschnitten. Und jetzt gucke ich gerade nochmal eben, wie war das? Zack. Da gehen wir mal kurz rein. Ne, wait. Wir brauchen erstmal das hier. Automatische Breite. Wir machen die Spurführung an. Wir setzen das von A nach. 6,70 Meter. Passt das soweit? Und wir brauchen die 90% hier. Also nochmal auf Steuerung S, Control S. Und dann gehen wir hier 90%. Zack. Perfekt. So, das haben wir. Alt. Bild drauf. Und ich gehe rein hier
in den Autopilot. Zack. Und dann ziehen wir mal jetzt eben hier schön das ganze Feld durch. So, das sieht doch schon mal wieder ganz gut aus. Wir ballern hier mal eben den gesamten Tank leer. Also, ich musste natürlich mal eben wieder hin und her gurken. Beziehungsweise erstmal hierher fahren. Und jetzt alles wieder rauslassen. Komplette Ladung. Ich denke, es geht auch alles rein. Oder gehen hier sogar zwei Ladungen rein. Das wäre natürlich richtig nice. Ja. Das sieht so aus, als ob hier noch einiges mehr reingeht. Das heißt, ich kann gleich schön weiterfahren und fahre jetzt aber erstmal den zur Seite. Oh, habe ich ihn abgekoppelt oder was? Jo, Tatsache. Zack. 45%. Ja, das ist nice. Das heißt, ich fahre den wirklich einfach wieder zur Seite und kann den dann gleich komplett vollgeladen erst wieder wegfahren. Das macht das natürlich angenehmer. Da muss ich nicht so viel hin und her gurken. So, der hat mal hier eben kurz Pause. Und wir gehen wieder rein hier in das Ding, den Arm. Joa, komm, den lassen wir einfach drin. Jetzt geht's hier weiter. Mähwerk senken. Aktivieren. Die letzten paar Meter hier haben leider nicht mehr gereicht. Und wir machen wieder voll. Ja, und so geht es nun weiter. Ein bisschen weiter ausholen. Vorgewende ist ja auch schon geschnitten. Also lübt das Ganze. Dann wieder richtig anpeilen hier. Zack. Und weiter durchziehen. So, jetzt aber im Fullspeed-Modus. Und dann fahren wir gleich alles weg. So, zweite Füllung. Also nochmal schnell dran vorbeigebreddert. Es steht nicht mehr wirklich viel auf dem ersten Acker. Und danach, bevor ich es natürlich abgebe, fahre ich direkt rüber auf den kleineren Acker da hinten. Also mal eben ein bisschen ernten. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Ja, und leider ja auch finanziell extrem notwendig. Und das Schöne ist, wir kriegen eben auch noch mal einen kleinen Bonus für die, ja, für das Zusätzliche oder alles, was wir eben auch noch extra abernten über das, was eigentlich notwendig ist. Und das nehmen wir natürlich auch alles mit. Das heißt, wir haben schön noch mal ein paar Bonuseinnahmen vom Ernten, also Ernten an für sich, immer eine ganz nice Sache. Und ein Kommentar fand ich auch super spannend, das ist natürlich auch eine gute Idee, wenn man zum Beispiel so in Richtung Hühner geht oder so, dass man dann eben bei Ernteaufträgen den Bonus ja gar nicht abgeben muss. Also man könnte diesen Bonus, der halt so an für sich übrig bleibt, halt, apropos übrig bleiben, da stehen noch drei Blumen, dass man das dann quasi in sein eigenes Silo packt, nicht verkauft und damit dann die Hühner füttern geht. Kann man natürlich auch machen. Und dann hat man schön durch Ernteaufträge einfach nochmal einen schönen Bonus sozusagen oder einen Bonus Lebensmittel, Nahrung, Futter für die Hühner. Das ist natürlich auch mega praktisch. So, jeden Grashalm hier mitnehmen, alles was uns ein bisschen Cash bringt, alles einsammeln und dann haben wir jetzt hier die letzten paar Bahnen und danach sehen wir uns auf dem kleinen Acker und in der Zwischenzeit muss ich, glaube ich, ja, muss ich auf jeden Fall nochmal gleich verkaufen fahren. So, passt das? Ja, zieht sich alles durch, alles sauber abgeerntet, alles klar, bis gleich. So, also der Drescher kommt wieder hier in Position. Und die Karre ist voll. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo müssen wir denn hin? Wo muss ich denn abliefern? Also, wir gucken noch mal eben rein in den Auftrag.
Da waren die Aufträge aktiv, das große. Und da steht zum Fastfood-Restaurant. Die wollen die... Nee, wait, das kann nicht sein. Ich wollte gerade sagen, was wollen die mit der Hirse? Nee, zum Johnson's Pharma Market. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist der Pharma Market, dann ist der doch hier vorne um die Ecke. Warte mal. Ich tippe hier wieder verkehrt. Warte mal, hier. Das hier ist doch Johnson's Pharma Market. Also irgendwas hier. Viehhandel, Sägewerk, Säge. Hier, das ist das Ausrufezeichen. Genau. Das ist ja nice. Das ist ja richtig nice. Da fahren wir eben um die Ecke. Zack, zack. Warte mal, jetzt aber genau mal richtig fahren. Also rechts rum, links rum und schon bin ich da. Perfekt. Also Attacke, Vollgas, alles abgeben hier. Go, go. Alter, der kommt hier gar nicht rauf, ey. Das ist die kleine Karre, die ich selber habe, ne? Das ist der kleine, den ich selber habe, ja. 7000, John Deere 7810. Eieiei. Der ist aber mal komplett am Limit. Guck mal, guck mal, guck mal. Boah, ey. Naja, er war halt auch günstig, ne? Er war eben auch günstig. Sorghumhirse. Jo, Alter. So, komm. Zack, gib alles. Stück hier noch. Und abladen. Auf I. Gib ihm. Und raus damit. Alter, Vater. Sehr, sehr, sehr nice. Komplette Lieferung. Oh. Lol. Dadurch, dass ich jetzt gerade... Dadurch, dass ich jetzt gerade beide Felder mit der gleichen Frucht habe, habe ich gerade hier schon alles abgeliefert für die Kleine. Nee. Da stand doch gerade schon 100%. Das ist ja ein Dingen. Und 20%? Also ich habe schon fast alles abgeliefert. Das ist ja krass. So, jetzt schnell wieder zurück. Kann ich auch hier rumfahren. Und weitermachen. Alter, ich hoffe, da bleibt ordentlich noch was hängen. So, zack, stehen bleiben. Ab wieder rein hier. Zap, zap, aktivieren. Tempomat ist drin. Und gib ihm. So, ich zieh durch und ich würde sagen, wir sehen uns auf dem nächsten Acker. Alter, das nächste Feld, das ist ja winzig. Das ist ja winzig. Ich drehe hier schon einmal das Vorgewende, da bleibt ja nichts mehr von übrig, ey. Das ist ja der Hammer. Also, ratzfatz abgeerntet hier das nächste. Ich glaube, ich ziehe einfach im Kreis durch, schön schneckenmäßig. Einmal rumziehen und dann ist das ja schon komplett fertig. Vielleicht kriege ich das sogar noch alles hier in den Tank rein. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. So, alles mitnehmen. Aber wird, glaube ich, nichts. Ne? Einmal noch abladen. Einmal noch abladen und dann ist so der Rest sozusagen für... Der Rest ist dann für mich. Jetzt habe ich natürlich die ganze Zeit schon überlegt, kann man denn überhaupt... Da müsste man ja quasi vorher schon ungefähr ausrechnen, wie viel... von dem, was dann zum Beispiel für die Hühner wäre, wie viel oder wann bricht man das Abladen ab? Kann man das Abladen abbrechen? Das ist ja ein Dingen. Das ist ja ein Dingen. Weil da müsste man ja quasi, oder man belädt dann quasi, ey, da stehen noch drei Halme übrig, hallo? Das ist bares Geld, ey. Die nehmen wir natürlich mit. Siehst du, wenn man mal nicht alles selber macht. Also dann ist natürlich die Frage, kann man das? Hey. Oh, ich hab's nicht. Warum hat er hochgezogen? Egal. Oh nee, ich bin voll. Und ich wundere mich gerade schon. Ich bin voll.
dann kann das ja auch nichts werden. Die letzten Halme werden einfach nicht abgeerntet und ich wundere mich schon. Das ist ja ein Ding. So, schön hier daneben stellen. Passt das? Das sieht doch schon gut aus, so einigermaßen. So, reicht, oder? Genau. Ja, das ist halt die große Frage. Ne? Befüllt man dann quasi nur so weit, wie man jetzt quasi muss? Und dann hat man es erledigt? Oder kann man diesen Abladevorgang dann auch abbrechen und man fährt dann schnell weg? Oder? Aber ich glaube, das ist sehr ungenau. Ne? Da doch dann, glaube ich, lieber nur bis zu einem gewissen Teil befüllen. Ja, wenn du das weißt, wie, auch gerne in die Kommentare reinschreiben, was da sinnvoll ist, damit man dann quasi Getreide übrig hat, um sein eigenes Vieh zu füttern, wenn man solche Aufträge macht. Wäre ja schon wahnsinnig interessant. Also jetzt wieder zurück hier rein. Zack. Gib ihm. Anmachen. Senken ist schon gemacht, ne? Ja. Und jetzt ziehen wir hier nochmal eben durch die letzten paar Meter. Weil dann könnte ich ja tatsächlich irgendwann hier, keine Ahnung, ob ich irgendwann mal Hühner hole oder so. Oder ich hole halt Schafe, ne? Ich glaube, wahrscheinlich ist Schafe vielleicht sogar noch interessanter, wenn ich mir jetzt ein Feld dann anlege mit Gras, dann kann ich einfach auch ohne Silage sozusagen, jawohl, abgeschlossen. Dann könnte ich ja dann ohne Silage sozusagen das Gras abernten und damit dann eben auch die Schafe füttern. Wäre ja auch nicht so schlecht. Aber dann brauche ich, dann sollten uns, glaube ich, mit den Schafen, also das wird auf jeden Fall länger dauern. Ich meine, das ober- oder übergeordnete Ziel ist ja immer noch die Fischzucht. Und ohne die Fischzucht, das ist natürlich jetzt das A und O. Das heißt, ich brauche hier, drei verschiedene Getreidearten. Und die sollten als erstes auf jeden Fall abgeerntet werden können. Also, beziehungsweise jetzt geht es halt los mit der Silage, dass ich damit schon mal Cash mache. Und wenn das dann steht, wenn ich darüber dann konstant auch Geld rein generiere und dann kann ich eben auch richtig schön weitere Felder kaufen und eben auch alles vorbereiten, dass ich dann eben drei Felder habe, um die Fische auch richtig füttern zu können. So, ich glaube, das war's. Wir sind fertig. Ich bringe jetzt hier nochmal die letzte Ladung weg. Ich habe ja noch keine Hühner und sowas alles. Dementsprechend wird das jetzt also alles verkauft. Denn meine Hauptsorge ist momentan, ich habe keine 4.000 Dollar, keine 4.000 Euro auf dem Konto. Bin also richtig blank. Dementsprechend schnell weg. Immerhin nochmal 52% hier drin. Also weg damit. Alter, der hat kaum Power, ne? Weg damit und nochmal ein bisschen Kohle machen. Wie er sich einfach den Berg hochquält, das kannst du nicht ausdenken. So, also. Komm. Wir brauchen Cash. Wir brauchen Cash. Zack. Abladen. Ja. Okay, ich kann sofort. Ich kann abladen. Zack. Erledigt. Da steht es. Transportiert, da oben, 66, 77, 82, 90, 94, abgeschlossen. Und alles jetzt wäre jetzt quasi Bonus. Ist nicht so wahnsinnig viel, ne? Umweltbewertung, Strafe. Was ist denn Umweltbewertung Strafe? Was? Was ist das denn? Schnell raus hier. In die Aufgaben rein. Abgeben. Was ist denn Umweltbewertung Strafe? Auch das gerne mal mit kommentieren. Dann weiß ich beim nächsten Mal Bescheid. Und werde wahrscheinlich irgendwelche Sachen nicht machen. Also. Aber wir haben es geschafft hier. Abgeschlossen. Abschließen. Abschließen. Nochmal 2.700 obendrauf. Alter, aus 3 noch was. Jetzt sind wir wieder bei 7.800. Das ist doch gar nicht so schlecht.
Das ist doch tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich bin schon einigermaßen zufrieden. In der Zwischenzeit sollten wir doch auch hier jetzt den Honig endlich wieder voll haben. Ne, immer noch nicht. Oha. Aber das wird dann bestimmt beim nächsten Mal wieder passieren. Hier haben wir wieder 12, hier sind 6. Das heißt, es wurde bestimmt gerade wieder verkauft. Jawohl. Also, ich bin schon echt zufrieden. Das war viel geschafft heute. Das war viel Risiko. Für mich absolut, weil absolut neu mit diesem Silage-Ding hier. 5% in der Geru. Schon ein bisschen gegoren. Tipptopp. Ja, und dann sind jetzt die nächsten Ziele. Also, ich werde bestimmt schlafen gehen. Und dann gucken wir, wie es beim nächsten Mal aussieht, in der nächsten Folge. Was macht das Feld? Was macht die Silage? Wie viel Geld bekomme ich, dadurch, dass ich dann, dass dann der nächste Tag ist? Und kann ich mit diesem Geld dann für die Silage vorne diese Schaufel, die brauche ich zum Rausschaufeln? Und kann ich mir dieses Saatdingen holen, was eben für diese Grünanlagen ist? Und dann bretter ich hier, dann mache ich hier alles Grünanlage. Ich sage jetzt, wie es ist. Und dann wird da irgendwann Stück für Stück kommen da halt noch irgendwie Gewächshäuser drauf oder sowas. Und dann hole ich mir irgendwann das nächste Feld, vielleicht direkt hier neben. Direkt den Acker hier nebenan. Zack, alles auch wieder grün machen, Silage damit machen. Und dann Stück für Stück wieder Felder drauf, die Fischbecken mache ich dann da drauf und solche Sachen. Also so in der Art, mal gucken. Aber das ist so das grobe Ziel. Ich hoffe, dass das so einigermaßen klappt. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Das gefällt mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream. Bis dahin.